zur Selektorenliste und dem Konsultationsverfahren. Herr Altmaier hat das mal klargestellt, dass es keine Zustimmung aus den USA gab. Heißt das, dass die Bundesregierung basierend darauf, dass es keine Zustimmung gab, das als Ablehnung bewertet hat, obwohl es gar keine Ablehnung gab? Ich glaube, ich werde jetzt nicht die Äußerungen des Chef-BKs hier noch einmal interpretieren. Herr Altmaier hat in einem Interview, was Ihnen vorliegen dürfte, ja sehr klar Stellung genommen zu diesen Fragen. Und im Übrigen muss ich Sie darauf verweisen, dass es tatsächlich die Bundesregierung in dem zuständigen Ausschuss Auskunft gegeben hat über den Ablauf dieses Konsultationsverfahrens. Und die Informationen, die dort gegeben worden sind, gehören auch dorthin. Nachfrage? Ich habe noch eine Frage. Die einzige Quelle, die von Konsultationsverfahren ja spricht, sind Sie als Bundesregierung, Sie als Kanzleramt. Woher wissen wir oder wie können Sie der Öffentlichkeit beweisen, dass es überhaupt ein Konsultationsverfahren gegeben hat? Wie genau meinen Sie das? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll die Bundesregierung beweisen? Sollen wir beweisen, die Bundesregierung, dass man mit der amerikanischen Regierung gesprochen hat? Man könnte auf die Idee kommen, dass die Einzigen, die von einem Konsultationsverfahren wissen, Sie sind und nicht die Amerikaner, nicht der Bundestag, sondern einzig die Bundesregierung selbst. Können Sie einfach der Öffentlichkeit mal beweisen, dass es ein Konsultationsverfahren gab? Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung das beweisen muss. Die Bundesregierung hat Gespräche geführt mit der amerikanischen, Regierung in verschiedenen Aspekten. Und dabei ist sozusagen die Bundesregierung zu einem Schluss gekommen, wie mit dieser angesprochenen Selektorenliste umzugehen ist. Diese Haltung, diese Sicht der Dinge hat die Bundesregierung den zuständigen parlamentarischen Gremien mitgeteilt. Der Chef des Bundeskanzleramtes hat sich in einem Interview noch einmal zu diesem Komplex geäußert. Und ich glaube, damit sind eigentlich alle Fragen beantwortet. Frau Wirz, wer bezahlt Herrn Graulich, das Kanzleramt? Zu den Besoldungen des eingesetzten Ermittlers in diesem Verfahren kann ich jetzt in der Öffentlichkeit nichts sagen. Wenn das der Fall ist, tun wir das gerne. Sie können nicht ausschließen, sobald wir das sagen können, tun wir das. Sie können nicht ausschließen, dass derjenige, der das Kanzleramt und den BND kontrollieren soll, von Ihnen bezahlt wird. Das soll ich jetzt ausschließen? Nee, ich frage, ob Sie es nicht ausschließen können. Weil ich kann Ihnen zu der Bezahlung von Herrn Graulich im Detail jetzt nichts sagen. Wenn wir das tun können, werden wir das gerne tun. Und Ihre zweite Frage? Und die Frage nach mit dem Konsultationsverfahren, welche Regierungsmitglieder oder welche Mitglieder des Kanzleramts waren bei diesem Konsultationsverfahren beteiligt? Herr Jung, Konsultationsverfahren ist ein feststehender Begriff in solchen bilateralen Fragen. Und die Bundesregierung hat dieses Konsultationsverfahren durchgeführt. Und wer genau an diesen Verfahren, Gesprächen beteiligt war, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das interne Vorgänge innerhalb der Bundesregierung sind. Aber Sie können davon ausgehen, dass es diese Kontakte und dieses Verfahren zwischen der deutschen Bundesregierung und der amerikanischen Regierung gegeben hat.